Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der West Ham United Trainerkarriere. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Heute der 17. Spieltag gegen den FC Chelsea. Und wir wollen natürlich den Sieg holen nach dem letzten Sieg in der letzten Folge gegen Crystal Palace. Und im Unentschieden bei den Spurs wollen wir heute gegen den FC Chelsea endlich mal wieder einen Sieg holen. Ich werde das Spiel in den kompletten Highlights oder in der kompletten Länge zeigen. Gehen wir rein auf jeden Fall natürlich wieder mit Areola im Tor, die Abwehr bilden Aguert heute und Kurt Zuma, das Mittel, Cresswell links außen, rechts beginnt Alves, im Mittelfeld Declan Rice, Lucas Paqueta, Corny und Bowen und vorne ist Scamacca und Antonio. Das ist die Startaufstellung. Ich werde auch einen Moutinho mitnehmen, einen Diallo für einen Frusai. Und dann gehen wir so rein in die Partie gegen den FC Chelsea. Und ich habe mir was überlegt, in den nächsten Tagen doch nochmal eine Karriere hochzuladen. Allerdings keine FIFA 23 Karriere, wo parallel zu dieser Karriere läuft, sondern eine Retro-Karriere, nur ich weiß nicht mit welchem Club. Installiere auch gerade das Game wieder, es ist FIFA 17, nur ich weiß nicht mit welchem Club. Ob wir in der Bundesliga starten, in der Serie A, in der Premier League, in der La Liga oder in einer der anderen Ligen. Hier auf jeden Fall sind wir erstmal bei West Ham. Seid gespannt, was in den nächsten Tagen kommt. Genießen wir jetzt erstmal die Partie hier gegen den FC Chelsea. Das ist ein sehr wichtiges. Das wissen wir alle hier. Wollen den nächsten Sieg holen. Mal gucken, ob es uns hier gelingt, beim FC Chelsea oder zu Hause gegen den FC Chelsea, besser gesagt. Die Startaufstellung von West Ham mit Areola im Tor. Da haben wir Daniel Alves, Kurzuma, Aguert und Cresswell. Declan Rice, Gerald Bowen und Lucas Paqueta sowie Maxwell Cornet im Mittelfeld. Und ganz vorne heute Gianluca Scamacca und Mikel Antonio. Das ist die Startaufstellung von West Ham für die Partie hier heute gegen den FC Chelsea. Wir gucken uns auch gleich die Aufstellung vom FC Chelsea an. Die natürlich mit Cucurella beginnen. Chelsea mit Edouard Mendy. James, Thiago Silva, Cucurella, Fofana und Chilwell in der Verteidigung. Enzo Fernandes und N'Golo Kanté sowie Mount, Aubameyang und Sterling offensiv. Sehr interessante Aufstellung, die der FC Chelsea hier heute angeht, oder wie sie heute angehen hier. Mal sehen, was hier heute passiert gegen den FC Chelsea. Wir im Anstoß wollen natürlich erstmal auf offensiv stellen. Jawohl, sehr offensiv. Und dann gehen wir mal rein hier. Spielen erstmal sicher hinten rum. Wenige Aktionen hier. Heute wollen wir kein Gegentor kassieren. Deswegen erstmal diese Schieberei. Jetzt mal wagen wir den ersten Angriff. Der wird aber sofort von James abgefangen. Ist nicht einfach. Hier heute gegen den FC Chelsea. Vor allem, sie haben auch eine Rechnung mit uns offen. Im Carabao Cup haben wir gegen diese Mannschaft deutlich gewonnen. Oh, gute Idee von Declan Rice hier. Ah, was macht Mikel Antonio im Fokus und direkt dieser Fehlpass. Aber stark von Kurt Zuma. Spielen wir lieber hinter zu Areola.
Er mit einem Ball hier auf Mikel Antonio. Auf gar keinen Fall einfach hier heute. Starke von Dani Alves. Und Areola zurück zu Dani Alves. Sehr viele Fehlpässe hier heute bei uns. Und das könnte natürlich bestraft werden. Das wissen wir. Abstoß, immerhin. Wir müssen konzentrierter spielen hier. Alves. Oh, Fehler. Und sorry, wenn im Hintergrund meine PlayStation so laut ist. Ich hoffe, das hört man nicht so. Alves ist natürlich da. Rice, aufpassen, Jungs. Jawohl, Dani Alves. Scamacca und Lucas Paqueta. Sieht wunderbar Dani Alves. Jetzt mal wieder ein Versuch für uns hier. Mikel Antonio, mal eine gefährliche Situation. Die dickste Möglichkeit hier für West Ham. Das war Foulspiel, jawohl. Schiedsrichter ahndet es. Jetzt der Konter durch Mikel Antonio hier. Mikel Antonio. Immer noch Mikel Antonio. Gute Möglichkeit. Abstoß. Oder Ecke. Für West Ham. 40. bereits. Mikel Antonio. Oh, wäre abseits gewesen. Oh, ein starker Ball hier auf James. Starke aber von Aguert, der doch nochmal hier die Einsatzzeit bekommt. 0:0. Mal gucken, wie jetzt der zweite Durchgang hier wird. Gegen eben den FC Chelsea. Wird sehr interessant. Ganz klar. Und mal gucken, wie der zweite Durchgang wird. Let's go. Aubameyang. Kurzpass, Spiel beim FC Chelsea, wird aber unterbrochen. Jetzt könnten die Hammers im eigenen Stadion kontern. Einfach ist es hier nicht heute gegen Chelsea, aber das wussten wir. Chilwell jetzt. Stark hier. Aguirre. Bowen. Declan Rice. Declan Rice. Declan Rice. 1:0. West Ham United mit 1:0 gegen den FC Chelsea in Führung. Yes. Und wie wichtig ist das Tor hier?
Mal sehen, wie jetzt die Antwort von Chelsea ist. Wichtiges Tor hier im Kampf um die Champions League Qualifikation. Das ist ja das Ziel hier von jedem. Jetzt der Wechsel. Cucurella verletzt das Feld und Joao Felix ist neu in der Partie. Oh. Guter Versuch hier, aber doch am Tor vorbei. Was war das von Areola? Stark von Creswell hier. Paqueta sieht hier wunderbar Cornet auf Rice. Wieder Cornet. War gute Idee, rüber zu passen auf Creswell. Und ich denke, wir werden mal zweimal wechseln. Ich bringe mal Joe Moutinho wieder für Scamacca. Benrahma bringe ich für einen Creswell. Und Emerson für einen Cornet. Die Mannschaft ist echt am Boden, deswegen kommt nochmal Ogbonna für Zuma rein. Oder für Aguera. Stark hier von Aguera, aber die Situation lebt noch. Die Situation lebt noch. Areola muss raus. Das war eine falsche Entscheidung. 1-1. Chelsea zurück hier durch Kai Havertz. Ist das bitter oder ist das bitter? Wir hatten die Möglichkeiten, haben sie nicht genutzt. Wir gehen einfach zu schlampig mit unseren Möglichkeiten um. Und das wird nun mal bestraft hier in der Premier League. Das wird nun mal bestraft hier in der Premier League. Bitter. Aber so ist das nun mal hier. Jetzt die Wechsel, das hat sich auch bestimmt daraus resultiert, weil wir einfach zu viele Spieler sind, haben, die regelmäßig spielen. Wir haben eigentlich einfach das Budget nicht, unsere Mannschaft wirklich mit richtig starken Akteuren zu verstärken. Platz 3 spiegelt das natürlich nicht wider, weil wir sind eigentlich gut dabei hier, was die Meisterschaft bzw. die Champions League betrifft. Müssen aber trotzdem, das wissen wir auch, in der Winterpause nachlegen. Mit Leihspielern, mit erfahrenen Akteuren und mit jungen Spielern vor allem. In der Innenverteidigung, überall müssen wir was machen. Zum Beispiel Nico Elvedi fällt mir da ein, für die IV holen. Einfach in der Breite uns gut verstärken. Alessandro Player fällt auch noch für die komplette Rückrunde aus. Wir müssen uns verstärken. Das ist einfach Pflicht hier. 2-1. Und der Torschütze heißt Lucas Paqueta. Yes. 2-1. Lucas Paqueta bringt uns auf Siegerkurs. Trotzdem wissen wir, dass wir uns verstärken müssen auf jeder Position. 2-1 ist zwar in Ordnung, ist zwar gut, trotzdem wissen wir auch, dass wir uns verstärken müssen. Das ist klar. Schönes Tor von Lucas Paqueta, viertes Tor im 14. Spiel. Wir bleiben einfach ungeschlagen, auch nach 17 Spielen. Und das bedeutet schon mal was. Wir haben zwar viele Gegentore kassiert, dennoch spielen wir einfach richtig gut. Machen hier sogar noch das 3-1 binnen 2 Minuten. Mikel Antonio, 3-1 für West Ham. Diallo wird auch nochmal eingewechselt für Lucas Paqueta. Wir müssen uns trotzdem verstärken. Das ist einfach so. Wir haben nur mit Aguero, Zuma, Ogbonna, Kehrer 4
Gut in den Verteidiger, aber das ist einfach zu wenig hier. Jetzt nochmal der Wechsel. Lucas Paqueta kommt oder geht für Ibrahima Diallo. 5 Minuten hier noch. 3-1 für West Ham United. Jetzt. Alves klärt ihn, jawohl. Es wird nochmal Freistoß geben für Chelsea, okay? Die 89. In der nächsten Folge kommt dann der Showdown gegen den FC Liverpool. Und da müssen wir eine Top-Leistung abliefern. Morgen. Oder erst übermorgen, ne? Weil ich bin gerade am überlegen, ob ich eine Retro-Karriere in FIFA 17 oder in FIFA 21 machen soll. Mal gucken. Was für ein Ball hier auf Benrahma. Es ist kein Abseits. Das wäre es gewesen, nochmal das 4:1 hier. Gegen Chelsea, einen direkten Konkurrenten, ne? Im Kampf um die Champions League Qualifikation. Yes! 98. Minute, der Schiedsrichter pfeift ab und das ist der nächste Sieg. 3:1 gegen den FC Chelsea. Stark. Und wir bestätigen Platz 3. Trotzdem bin ich nicht zufrieden. Wir müssen uns verstärken auf jeder Position, auch wenn es hier ein 3:1 war. Trotzdem. Ein Interview nach dem Spiel wird übersprungen. Liverpool besiegt Leeds. Und was hat Manchester City gemacht? Die haben auch gewonnen wieder. Wir und City sind die einzigen Teams, die noch keine Niederlage haben. Und wir können an Liverpool rankommen in der nächsten Folge. Wenn wir mal in den Kalender gucken, Liverpool der nächste Gegner hier. Dann kommt Manchester City im Carabao Cup und dann Brentford sowie Arsenal. Also wichtig wäre es, gegen Liverpool zu gewinnen in der nächsten Folge. An dieser Stelle, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergiss den Kanal nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao.